So, hallo. So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Ich bin hier, hier ist nichts. Normalerweise bin ich ja in Binghamton, aber heute bin ich, wo bin ich? Hier ist nichts. Hier gibt es nur Obstbauern. Obstbauern und Gemüsebauern. Gemüsebauern, ne, mehr. Ich bin 40 Minuten von Detroit entfernt. Detroit. So. Ich war hier gerade drin, ich habe geduscht, ich habe mir eine Glatze wieder wachsen lassen. Es geht wieder richtig geil ab hier, ne? Schön hier, Kinderpopo, ne? Total super. Weich wie ein Kinderpopo, wollte ich sagen. So, ich habe hier die Kühlmaschine getankt, das hatte ich im letzten Video angesprochen, dass ich es noch machen möchte. Hätte ich auch morgen machen können, aber ich wollte heute duschen, ne? So, jetzt fahre ich zu den Bauern hin. Ich glaube, das ist ein Bauer. Oder irgendwie ein Bauer, der eine Lagerhalle hat oder so. Weiß ich nicht, ist auch egal. Ich werde es rausfinden. Ich darf es euch leider nicht zeigen, aber wir werden es rausfinden. So, was gibt es sonst sagen? Hier, mein Truck ist immer noch dreckig. Hat diese Woche kaum geregnet. Normalerweise ist der um diese Zeit schon wieder weiß. Aber ist nicht, ne? Aber ist auch nicht schlimm. Die Hauptsache ist, dass er von innen sauber ist. Und das ist er. Ja? Da bin ich mich dran. So, hier steht irgendwie, ach, hier ist ein Beißer. Nee, hier ist ein allgemeines, ja. Das ist, glaube ich, so ein Trailer-Yard, wo Firmen ihre Trailer hinstellen können. Wo andere hinkommen, ihren leeren Trailer hinstellen und den vollen wieder aufnehmen. Denke ich mal. So, ja, ansonsten, was gibt's sonst? Ist nicht mehr viel passiert seit dem letzten Video, weil ich das letzte Video vor einer halben Stunde beendet habe oder vor einer Stunde. Weiß ich nicht, vor einer Stunde. Stunde. Ja. Es ist jetzt 5 Uhr, ich habe noch 40 Kilometer zum Kunden. Das Navi, das hat mir gesagt, dass es jetzt noch 43 Minuten braucht. Also nicht bis nach Detroit, ne? Jetzt fahre ich dann in die andere Richtung. Oder nein, ich fahre da runter. Ich glaube, gleich stehe ich noch näher an Detroit dran, aber nicht in Detroit. Weil ich war wieder in Kanada, ne? Ja, dann fahre ich morgen, habe ich glaube ich gesagt. Lade ich dann das Gemüse. Und dann fahre ich nach Montreal, da stelle ich den Trailer hin und nehme meinen neuen Trailer auf und dann ist gut. Was mich eben gewundert hat ist, ich komme vom Highway und denke so, ja, da ist eine Petropass, ne? Hier wollte ich tanken. Da ist eine Petropass und denke so, ja, das ist ein Dach und so und dann komme ich hier so um die Ecke so oder fahre da so her und gucke nach links und denke so, oh, hier ist nichts, aber ein Truckstop für... Wie mag hier sein? 100 Stellplätze? Ja, 100 nicht, aber... Obwohl, wenn die sich quetschen, würde ich sagen, kriegt man hier 100 hin. Ja, nicht alle durchzählen, ne? So. Ja, ansonsten hier, also Toronto ist hier das Drehkreuz to the East Coast, also nach Osten hin. Zu mir nach Hause oder hier, er hier kommt zum Beispiel aus Manitoba. Manitoba heißt meistens Winnipeg. Das heißt, die fahren dann, also da hinten ist Toronto, die fahren dann halt Richtung Osten, so wie ich jede Woche. Oder halt Richtung Westen nach Winnipeg. Winnipeg ist wieder so ein Drehpunkt für Ware. Da kommt das von unten, von den USA, von der East Coast, oder vom Osten und vom Westen und wird dann wieder verteilt. Und vom Winnipeg fahren sie nach Vancouver. Ich denke mal schon, dass die von Toronto auch nach Vancouver fahren, aber ne, so, das gibt so 3-4 Angelpunkte. Moncton zum Beispiel ist auch ein kleiner Drehpunkt Richtung Nova Scotia und links Richtung Westen halt. Ne? Oder halt nach oben zur Insel, die heißt Prince Edward Island. So. Ja gut, alles klar. Ich möchte mich jetzt auch fertig machen, weil... Ach ja, genau, ich habe gerade eine neue Hose an, ne? Die war eine Nummer kleiner als normal und die passt. Mhm. Also, 2 Kilo müssen aber noch abgenommen werden, bis die richtig passt. Jetzt passt sie nur falsch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, teilen, Torque, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Und drückt mal die Glocke, es riecht nach Diesel, es kostet nichts und ihr verpasst nichts mehr. Dies ist das Sonntagsvideo und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis später.
So, guten Morgen. Es ist Donnerstagmorgen. Es ist 8:30. Ich bin schon fertig. Ich bin schon wieder am Rückweg. Boah. Alter, da fahre ich wieder hin. Da fahre ich wieder hin. Und zwar, wo fange ich denn an? Ich bin da gestern auf den Hof gekommen. Das war so ein Gemüsehändler. Eine Ruhe, da ist ja nichts, ne? Da stehst du, Kühlmaschine ist aus, weil die Karre ja leer ist. Und rundrum ist ja nur Natur, da ist ja nichts, ne? Da hast du in 3 Kilometer Entfernung Kaninchen furzen hören. Also es war so ruhig. Dann geht's weiter, dann bin ich da heute Morgen, 7 Uhr sollte da einer sein. Ich hab schon gesehen, da so 6:30, so, ah, da ist Licht im Büro. Geh da hin, da ist ja schon einer um 6:30, ne? Der hat die gleiche Arbeitseinstellung wie ich hier, ne? Halbe Stunde eher da. Da sagt der Rampe 6. Dann schlüssel ich sie hier hin für Sicherheit, aus Sicherheitsgründen. Ich sage, ja gut, alles klar. Damit ich nicht wegfahre, ne, wenn die laden. Also ich musste die Reifen, da musste ich so ein Unterlegkeil drunter legen, unter jeder Achse und den Schlüssel abgeben. Und dann habe ich so gesagt, ich sage, habt ihr auch ein hier Badezimmer? Ja klar. Da über den Hof, da hinten ist Badezimmer. Da mache ich das Badezimmer, aber es ist ein neues Badezimmer. Ich denke so, boah, Alter, hier gehst du öfters hin. Sauber. Dann habe ich schön hier, ne? Mich fertig gemacht, Zähne geputzt und so, ne? Und dann komme ich zurück. Da leuchtet dann schon die Rampe. Also ich war 10 Minuten, eine Viertelstunde war ich da in der Toilette drin, im Badezimmer drin. Dann komme ich zurück, dann sind die schon fertig mit Laden. Also quasi, du hast bei diesem Kunden nur Zeit, gerade deine Toilette morgens zu erledigen, dich zu waschen, dich zu die Zähne zu putzen und dann bist du schon voll, dann bist du schon geladen. Und dann bin ich da rein ins Büro, dann lag das Paperwork hier, die Papiere lagen da schon. Dann sagt ihr, schönen Tag noch, da ist klar. Also, was war denn noch geil? Ist doch eigentlich alles geil, ne? So. Ja, es war alles gut. Also. Mehr kann man als Fahrer überhaupt nicht kriegen. Verlangen kann man das schon gar nicht. Aber das ist schon geil. Hat Spaß gemacht. So, jetzt war hier drin noch was, um was für die Figur zu tun. Und jetzt fahre ich nach Montreal. Ich habe noch 1000 Kilometer bis Montreal. Und in Montreal habe ich ja eben schon gesagt, eben, in Montreal soll ja ein Trailer für mich sein. Dann bin ich morgen Nachmittag zu Hause. Ja, ne? Gut. Ich weiß, wenn ich zu Hause bin, welche Brücke fahre. Obwohl, ja, eigentlich weiß ich das vorher. So. Ja, hier musste ich gerade das Katzenklo sauber machen und den Müll entsorgen, weil beim Händler da habe ich ihn nachgefragt. Und ich habe gesagt, komm, hält's hier an, mach das hier und dann ist gut. So. Das ist ein sogenannter Turnpike. 2 Trailer hintereinander. Wir müssen 62 Tonnen ein Gesamtgewicht haben. 62,5, 62 Millionen. So, ich werde jetzt Richtung Toronto fahren. Da 250 Kilometer weiter ist Toronto. Da fahre ich jetzt hin. Dann fahre ich durch Toronto durch. Und dann fahre ich nach Montreal. Dann stelle ich die Trailer dahin. Und dann gucken wir mal einfach weiter, ne? So.
So, ich habe gerade Truck Mittag gemacht. Bis 520 Kilometer gemacht in 5 Stunden 20 Minuten. Toronto lief gut heute. Also ich bin jetzt zwischen Toronto und Montreal. Es sind 375 Kilometer bis zum Kunden nach Montreal. Gucken wir mal, wie es weiterläuft. Ne? Hoffen wir mal, dass wir dann den Trailer direkt kriegen nachher. Aber wenn ich da ankomme, ich noch 3 Stunden Fahrzeit. Eigentlich möchte ich noch so ein bisschen so weiter noch fahren. Weil ich will, ich muss. Weil ich nach Hause will. So. Ansonsten hier sieht es gut aus. Der neue Reifen bewährt sich gut. Der ist immer noch da. Kein Grund zu gehen. Ja, ansonsten lecker, lecker essen. Ich hatte mir im Slow Cooker habe ich mir Steaks gemacht und Kartoffeln und das war gut. Ich habe erst gedacht, ob ich hier anhalte oder nicht, weil der Rastplatz hier ist relativ klein. Dann komme ich auf den Hof, also hier stand eben gerade einer, ich glaube das ist die Pfeife. Und dann war ein Parkplatz noch frei. Ich glücklicher Mensch. So, gut. Machen wir nochmal die, ne, 300 Kilometer nochmal abspulen. Später.
So, hi. Es ist Freitag, 1 Uhr. Die Ladung von gestern wurde angeblich gecancelt. Jetzt habe ich 18 Stunden hier gewartet. Jetzt werde ich gleich zum Kunden fahren. Also, ach, gestern habe ich meinen Trailer beim Kunden hingestellt. Dann habe ich mich hingestellt. Dann habe ich jetzt gewartet und geschlafen und gefrühstückt. Und jetzt hole ich meinen Trailer ab. Und dann geht es nach Nova Scotia. Ich werde in einem Stück durchfahren, sodass ich morgen früh gegen 4 Uhr morgens zu Hause bin. Hier, das ist mein neuer Reifen. Das sieht ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, wenn der weiter runtergefahren ist, dann sieht er genauso aus. Das hat der gleiche Reifen. Ja, ist der gleiche Reifen, ne? Ja. Michelin, das ist die gleiche Größe. Guck mal, so sehen sie aus, wenn sie neu sind. Und so, wenn sie alt sind. Und gleich muss ich noch die Sattelplatte einfetten. Komm, ich habe nämlich Sprühfett dabei, extra für die Sattelplatte. Hm. So, ja, hier, ich stehe wieder, hier schon mal gefilmt, ne? Vor ein paar Wochen stand ich hier. Hab auch auf den Trailer gewartet. Immer wenn ich auf den Trailer warte, stehe ich hier. Ich stehe auf dem A&W. Das ist ein Fastfood-Restaurant. Das ist einer meiner Lieblings-Fastfood-Restaurants in Kanada. So, ja, hier habe ich mich hingestellt. Und hier habe ich dann die Nacht verbracht. Und dann war ich heute mal bei A&W, bei A&W zum Frühstücken. So, das ist auch ein schönes Ort, der Tiguan. Wollte ich mir eigentlich auch kaufen oder erst kaufen. Aber den gibt es leider nur als Vierzylinder. Ich wollte den als Sechszylinder haben, aber den gibt es halt nicht. Als Airline mit Sportpaket, als Highline mit Airline-Sportpaket, so meine ich. Schönes Auto. Aber es ist ein Kreisel. Vorne steht wohl auch einer, der wartet. Ja, okay. So, ich werde jetzt die Kiste fertig machen, meinen Trailer holen und dann fahren wir los. Ach ja, meinen neuen Trip habe ich auch schon. Ich habe eben, kam der Trip. Fahren wir Sonntagmorgen los. Habe ich angerufen. Ich sage, ey, ich sag, darf ich jetzt mal nach Hause kommen? Wieso? Ich sage, ich bin in Montreal. Ach so, ja, stimmt. Ich sage, ja, ich fahre Sonntagabend los. Ich sage, und dann wollen wir das mal wieder so machen, dass mein Wochenende früher anfängt. Ich sage, ich möchte nicht immer nur 36 Stunden Reset, also Minimum Break, Wochenendruhezeit heißt es, zu Hause sein. Ich möchte gerne Donnerstagabends oder Freitagmorgen zu Hause sein. Und das wurde in den letzten Wochen immer später mein Wochenende. Und dann sagte, ja, hast du eigentlich recht. Ja, okay, dann kümmere ich mich darum, dass du diese Woche Donnerstag zurück bist. Ich sag, kann ich dir glauben? Ja. Okay, dann gucken wir mal. Ich sag, Donnerstagabend oder Freitagmorgen? Ich sag, aber ich kann nicht hier. Ich sag, ich lebe alleine. Ich sag, ich muss Wäsche waschen, ich muss einkaufen, ich muss Essen machen, ich muss Truck sauber machen. Ich sag, das geht nicht. Ich sag, ich muss ein bisschen länger zu Hause sein. Und dann sagt sie so, ja. Ja, hast du recht. Kannst du denn jetzt Sonntagabend losfahren? Ich sag, ja, Sonntagabend fahre ich los, Sonntagnachmittag. Aber das letzte Mal, dass ich so eine kurze Wochenendruhezeit hatte. So, jetzt haben wir es mal auf Deutsch ausgesprochen. Reset oder man kann sagen, Wochenendruhezeit. So, da sage ich lieber Reset. Aber ist egal. Ja, wie gesagt, also jetzt noch mal einen kurzen Reset dieses Wochenende. Siehst du? Wochenendruhezeit. Und Sonntagnachmittag geht es schon wieder raus. Es geht nicht nach New Jersey, aber es geht mit Pommes woanders hin. Aber wie gesagt, das kommt ja im nächsten Video und jetzt nehme ich euch jetzt erstmal mit nach Hause, ne? Also, bis später. Tschüss.
Ich bin's. Ich bin in Quebec City. Ich habe jetzt 2,5 Stunden gefahren. Jetzt ist es 4:30 nachmittags und ich möchte gerne jetzt was essen. Ich habe heute Morgen gefrühstückt um 9, habe seitdem nichts mehr gegessen und jetzt habe ich Hunger. Ne? So. Ach, das ist schön. Ich freue mich total. Und zwar habe ich meinen Trailer abgeholt, den vorgeladenen, ne, für Nova Scotia. Was freut mich daran? Der Trailer ist total schwer. Ist so schwer, die Ladung. Da sind ganze 1800 Kilo drauf. Also auf dem ganzen Trailer, ne? 1800 Kilo. Meine Waage von meiner Sattelplatte, die sticht gar nicht an. Also die sticht gar nicht aus. Nicht an. Aus. An wäre ja scheiße. So, wie gesagt, ich find's gut. Und ich habe jetzt noch 806 Kilometer vor mir. Das werde ich jetzt gleich nach dem Essen durchziehen. Ich werde dahin fahren. Unterwegs werde ich tanken. Die Tankstelle sind noch 300 Kilometer. Und dann werde ich den Trailer hinstellen und ab nach Hause. 3 Uhr morgen früh hängt die Hose kalt am Bett. Das heißt, dann will ich schlafen. Ne? Also sagt man bei uns in Ostwestfalen so. 3 Uhr hängt die Hose kalt am Bett. Heißt, Hose aus, pennen. So. Ja, ansonsten, es regnet, ne? Oder was heißt es regnet? Es fängt an. Hier, das ganze Salz verteilt sich schon wieder. Keine Zeit zum Waschen. Rein, Wochenende machen, raus. Aber nächste Woche hat das ein Ende. So, alles klar. Guten Appetit, danke, tschüss. So, hi zusammen. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr, es ist Samstag, es ist schon 16 Uhr, ja, 16 Uhr. Ich wollte. Ich wollte eigentlich den Schluss heute Morgen drehen, als ich um 5 Uhr wieder kam, ich war zu müde. Und hier heute Morgen, genau. Und Schnee lag hier heute Morgen auch noch nicht. So. Jetzt habe ich ausgeschlafen. Jetzt muss ich was einkaufen. Jetzt habe ich Hunger. So, ja, morgen geht's hier los. Hey, das soll in 2 Stunden aufhören zu schneien. Alter Schwede, das sieht auch geil aus hier. Ein bisschen was zeigen hier, wa? Ihr habt ja Plusgrade in Deutschland, oder nicht? Schreibt mal in die Kommentare. Alles wieder weiß. Ja, ist halt Winter, ne? Ich habe den doch angemacht. Läuft der nicht mehr? Also hier mit der Fernbedienung. Ja, der ist wahrscheinlich wieder ausgegangen. Muss ich gleich mal einstellen, dass der dann immer anbleibt und ich eine gewisse Zeit. Ja, hier schön, ne? Den muss gleich auch noch freikratzen. So, ja, wie gesagt, also ich habe gestern meinen Trailer da hinten hingestellt, der ist schon wieder unterwegs. Das war ein geiler Trailer. Ich habe leider nicht mehr gemacht. Das war ein Trailer mit 3 Achsen, was ja nichts Neues ist. Was neu war, war, dass ich sonst normalerweise diese Trailer, die ich gezogen habe mit 3 Achsen, die relativ alt waren. Und der war Mist neu, der war der ist ein paar Monate alt. Und der lief so geil da hinterher. Und das war dann so am Regnen gestern Nacht und. Der lief da durch, der lief wie ein Brett da hinterher. Also war geil. Ah, leider habe ich kein Foto gemacht. Dann hätte ich das Video auch noch nennen können mit 3 Achsen von Nova Scotia nach Prince Edward Island. Kann ich jetzt nicht nennen, weil ich kein Foto gemacht habe.
So, ich möchte gerne dieses Video beenden. Ich möchte das gleich zusammenschneiden. Ich habe jetzt Hunger, ich will was essen fahren, wie gesagt. Und dann hole ich doch ein paar Sachen so zum Essen, ne? Hier so Nahrung, ne? Lebensmittel heißt es, genau. Und dann fahre ich morgen wieder los, morgen Nachmittag, morgen frühen Abend, sagen wir mal. Aber gut, alles klar. Das Wort Talk heißt übrigens teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Und Facebook habe ich eine Gruppe, die heißt Kanada Trucker Philipp. Und ich habe da so eine Glocke, da unten da. Am Bildschirm unten. die kann man drücken. Und dann hat man mich abonniert und dann kriegt man alles mit. Das riecht nach Diesel, man kriegt alles mit. Das kostet nichts extra. So, alles klar. Dies ist das Sonntagsvideo. Ich komme wieder, keine Frage. Und zwar spätestens am Donnerstag. Bis später. Tschüss.